Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Warframe. Es ist ein bisschen her, ich hatte ein bisschen was zu tun, aber ich bin jetzt da. Ich habe mal wieder hinbekommen, angeschaltet, habe heute auch schon vor mindestens 3 Stunden eine Runde gespielt, also ein paar mehr Runden. Ich habe ein bisschen Ireno Prime gelevelt, nicht alleine, hatte Hilfe, und habe versucht, die Schrot zu leveln, aber die ist wirklich so schlecht, ey. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe das Nikana ein bisschen gelevelt. Sega habe ich jetzt nicht ausgewählt. Und vor allem habe ich Surika ausgefroren, weshalb wir jetzt mal wieder mit ihr spielen können. Dann geht's weiter. Ach ja, das andere Tierchen hier, was wir geschenkt bekommen haben, heißt jetzt Caldress. Ja, ich habe es Caldress genannt. Und ich glaube, es sieht genauso aus. Also, es ist halt noch nicht ausgewachsen. Ich werde danach Surika in Stasis versetzen und das hier raushauen, damit es dann in den nächsten Tagen auswachsen kann, damit wir das auch mal ausprobieren. Aber es schien mir erstmal als Baby genauso auszusehen. Wir werden sehen, wenn es ausgewachsen ist, wie es dann aussieht, aber erstmal scheint es exakt dasselbe zu sein. Der Name ist anders. Ich habe diesmal einen Namengenerator genommen. Da gab es die Möglichkeit Drachen. Also, da gab es so Fantasy-Namen, dann gab es so einen Namengenerator. Man kann übelst viel auswählen und eins davon waren halt Drachennamen und da dachte ich, nehmen wir das easy. Drachennamen sind immer gut. Aber jetzt erstmal Quest. Ja. Easy. Mach mal einfach. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit nicht viel Zeit. Letzte Woche, also von Freitag bis Dienstag, war die Familie da, weil meine Eltern silberne Hochzeit hatten. Da war echt keine Zeit zu zocken. Danach habe ich eine Runde, ein paar Runden Ranked gespielt. In LoL, also League of Legends. Und da hatte ich tatsächlich mal gewonnen, ein bisschen. Bin aufgestiegen und habe dort einen coolen Duo-Q-Partner gefunden. Weshalb ich danach noch mehr Ranked gespielt habe. Was jetzt ungünstig für andere Spiele waren, die dann direkt wegblieben. Ja. Jetzt ist mein Duo-Q-Partner off. Hab ein Spiel heute gespielt. Lief sehr gut, aber da hier die wenigstens die Warframe zu gucken, auch von LOL Ahnung haben, braucht... Mann, du hast sie... brauche ich davon nicht so viel zu erzählen. Boah, ich hasse dieses Viech. Ich hasse es einfach. Okay, wir haben... Ich habe mit einem bestimmten Grund nicht die Mac Prime ausgewählt, die jetzt ein bisschen gelevelt ist, auf Level 12 oder so. Weil man stirbt so extrem schnell und ich habe noch keine Zeit gehabt, die Mods zu aktualisieren. Also welche Mods ich da drauf packe. Weshalb da jetzt halt noch gar nichts drin ist. So. Wie habe ich gerade diese unglaubliche Schnelligkeit hinbekommen? Ich wüsste es echt gerne. Überall diese ermeuchelten Korpus. Glaube ich, war das. Ich habe echt lange nicht gespielt. Es war auch richtig schlimm, als ich heute Morgen wieder reingekommen bin. Es war echt gut, dass ich das noch gemacht habe, bevor ich hier aufnehme, weil sonst wäre hier wieder so albern gewesen wie letztes Mal. Es erscheint mir so ziemlich dieselbe Mission wie letztes Mal zu sein. Dieses Ding da. Das ist die Gräuel von allem. Das Gräuel. Der, however. Hier nach. Alter, beweg dich noch nicht so viel. So. Jetzt kommst du noch bis nur du dran da. So. Nach diesem Let's Play und während es rendert, also noch bevor ihr es seht, werde ich mir John Wick angucken. Für alle, die den Film nicht kennen. Ich ja auch nicht. Für alle, die den Trailer nicht kennen. Es geht irgendwie um einen Mann, der war Auftragskiller, dann stirbt seine Frau und er ist total kacke drauf. So. Mann, meine Frau ist tot. Er hat nur noch ein Geschenk dann von ihr, mehr hat er nicht, so als Erinnerung. Und es ist so ein Hund. Ich sollte unbedingt Autor werden. Ich erzähle es so lebhaft. Das ist unglaublich. Ich merke das richtig, wie ich einschlafe, während ich erzähle. Warte, wo war... Ach ja, es ist ein Hund. Und dann kommt so ein Möchtegern-Mafia-Typ und nimmt dir den Hund weg. Dann ist er natürlich total schlecht drauf, macht einen Rachefeldzug, Actionfilm,
Easy. Das war die Story. Ich glaube, das ist auch wirklich so im Allgemeinen. Die gesamte Story wird quasi im Trailer schon erzählt. Weil, naja, es ist ein Actionfilm. Actionfilme sind jetzt nicht unbedingt für die krassen Stories bekannt. Und auch gar nicht, also die sind ja auch nicht dafür gedacht. Wenn man Story angucken will, dann guckt man sich halt irgendeinen Kack an. Na gut, es gibt auch gute Filme mit Stories, aber einfach weniger. Aber wenn man sich einen Film, so Actionfilm angucken will, dann ist die Story egal. Die ist so egal. Ich habe vergessen, dass ich mal ein bisschen mehr die 2 einsetzen könnte. Würde ich auch viel weniger Schaden bekommen. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder diese komischen roten Kugeln finden. Damit wir Damage... Da ist ein... Genau. Ein Tumor. Noch einer. Noch einer. 2 von 5. Da ist noch einer. 3 von 5. Da ist einer. Ja, ich habe auch den Gegner hinter mir gesehen. Aber der Tumor war mir gerade wichtiger. Und da muss... Genau so wollte ich... Ja, also man... Hans, guck in die Luft! Man kann auch mal vielleicht... vor sich gucken. Mann, ey. Das ist ja wieder die Mission, wo wir jahrelang nicht den Ausgang gefunden haben. Ich erinnere mich. So, hier lang geht's, glaube ich. So ungefähr. Ja, da ist der Tumor. Okay. Das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir zu Hive. Oder Hive. Hive. Ich glaube, das heißt Hive. Hive klingt auch immer noch am besten. Ich weiß nicht, was ich zu John Wick jetzt gesagt habe. Wie auch immer. Story nicht wichtig. Film bestimmt ultra geil. Wir haben per Amazon es gucken können. Nein, nicht gucken können. Gucken werden können. Wir werden es geguckt haben können. Wir werden es gucken haben. However, wir werden es geguckt haben und das durch Amazon. Ja, Amazon ist doch eine schöne Aktion. Also sind diese Kreaturen nicht wunderschön. Klar, altes Metall, vereint mit lebendem Fleisch. Ich kann sie alle in mir spüren. Sie sind hungrig. Na, den Typen kann ich erleiden. Den Typen kann ich erleiden. Weiter, hier geht's nicht lang, aber trotzdem weiter geht's. Außerdem, wo wir gerade aber Amazon sind, war jetzt 3 Tage, nee, ich war jetzt eine Woche lang nicht in der Schule, 3 Tage, also ein Tag, Montag, weil es Montag war. Gut, das klingt vielleicht jetzt falsch, weil es Pfingstmontag war. Dann 2 Tage Abi-Prüfungen und 2 Tage krank. In dieser Zeit, jetzt kommt die wichtige Information. Ich sagte es zwar extra vorher, damit ihr den Rest bisher auch hättet abschalten können. Was ihr nicht wusstet, weil ich... Egal. Mann, oh Mann, oh Mann. Wichtige Information, die ich hier von mir gebe. In der Zeit habe ich eine Serie entdeckt. Auch bei Amazon. Die heißt Agents of S.H.I.E.L.D. Die ist schon relativ alt. Also die kam nach Avengers raus, aber noch vor den neuen Avengers... Der jetzt ja auch schon alt ist, quasi, ja, also, naja, hab den ja in der Premiere gesehen, ich bin ja wichtig. However, das ist ja eigentlich auch gar nicht, was ich sagen wollte. Ich will so viel sagen, dass ich die ganzen wichtigen Informationen vergesse, während ich rede. Oh mein Gott, da kann man mal eine schöne gemacht haben. Richtig, Agents of S.H.I.E.L.D. Ich rede gleich weiter, wenn ich hier ein bisschen durch bin. Gut, also so anstrengend war es jetzt auch nicht. Ich habe ja eigentlich tatsächlich nur E gedrückt. Ja, Agents of S.H.I.E.L.D. Aber vielleicht hört ihr mich gar nicht. Es ist ja so laut. Ich habe die Einstellungen werden dauernd überarbeitet bei jedem Update und jeden Tag kommt ein Update raus von diesem Spiel. Das sind Beta-Spiele halt. Nein, ich habe keine Energie mehr. Wir müssen mal kurz gehen. Bisschen auf Fernkampf gehen. Mann! Alter, ich werde so oft umgeworfen und alles Mögliche. So kann man aber nicht schießen. So, jetzt können wir endlich zu dem Thema, was ich eigentlich bereden wollte. Agents of S.H.I.E.L.D.
Die haben das abgedatet hier. Das sieht anders aus, die Konsole, oder? Ja, das ist ganz, völlig anders. Total cool, aber warum sollte man hier noch hacken? Das ist ja kein Grund, aber ist egal. Agents of S.H.I.E.L.D. spielt nach Avengers, spielt ohne jetzt die ganzen Avengers halt, weil sind halt die Agenten von S.H.I.E.L.D. und nicht die Avengers, die sind egal. Da sind die Tumore. Oh, verdammt, 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 verdammt. Und die Serie ist ja, also für alle, die Avengers-Fans sind, ja, also die mögen da. Alle, die quasi alle, jeder, der Marvel-Filme mag, dem kann ich das nur einfach ans Herz legen. Das ist so eine geile Serie. Die macht extrem viel Spaß zu gucken. Ich habe die wirklich ich habe die durchgeguckt, innerhalb von 2 Tagen. Und jede Folge geht 45 Minuten. Und, oh mein Gott, so viele Gegner. Jede Folge geht 45 Minuten. Und es sind 22, 23, 24, 25 Folgen, so etwas in der Art. Und ich habe es komplett durchgeguckt, ja, also in 2 Tagen. Dann kann man mir zeigen, die Serie ist gut, Mann. Die Serie ist gut. Boah, was kommen denn so viele Gegner? Gut, ich gehe einfach. Komm, ist mir egal. Was gibt's hier so? Gut. Und, ja. Leider ist die 2. Staffel bisher nur in Englisch raus. Und die gibt's nicht bei Amazon Prime. Kaufen will ich es mir nicht in Englisch. Da kaufe ich es mir erst in Deutsch und kann beiden Sprachen angucken. Werde ich warten müssen. Ich glaube, im Juni oder so kommt die im Fernsehen raus, aber nur im Pay-TV. Das ist richtiger Mist. Da weiß ich dann echt nicht, wie lange ich warten werde müssen. Warum ist es Ulrike gestorben? Wer hat sie angegriffen? Finde ich gar nicht fair. Wir haben wieder genug Energie, um unsere Eisenhaut zu machen. Boah, Alter, ich hasse diese Viecher einfach. Das sind quasi, könnte man bannen. Monster, die man nicht in seinen Warfare-Missionen haben möchte. Wären das hundertprozentig welche davon? Hundertprozentig. Boah, da ist schon wieder so ein Ding. Kann ich gar nicht leiden. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, zu der Serie gar nicht sagen. Ich werde hier keine Werbung machen. Ich kriege leider auch kein Geld dafür. Wäre aber eigentlich dann schon cool. Ja, ist einfach nur unglaublich cool. Und falls ihr nicht wisst, was ihr in eurer Freizeit machen sollt und ihr übelst viel Freizeit habt, guckt euch diese Serie an. Außer ihr mögt Marvel nicht, dann solltet ihr es lassen, dann ist nicht so gespannt. So. Mann. Nächstes Gesprächsthema. Zu den Beta-Games. Ich habe ja eine Zeit lang versucht, Stoner zu let's playen. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß und es kommt jede Update, da kommen die Updates nicht so unglaublich krass oft rein, kommt halt immer Alpha 9, dann Alpha 10, Alpha 11, 12, 13, 14, 15, 16, aber es dauert immer so einen halben bis einen Monat. Und da kommt jeden Update unglaublich coole neue Features hinzu. Es macht total viel Spaß, es zu spielen, aber es zu let's playen ist total schwierig. Weil zum einen, falls sich irgendjemand hier die Let's Plays jemals vollständig angehört hat, es ist immer mindestens einmal, dass der Ton also komplett weg ist. Und wenn der Ton nicht weg ist, dann stürzt das Spiel ab. Es gibt quasi kein Stoneheart Let's Play, wo kein Bug drin ist bei mir. Also wenn ich es mache. Und das, nee, darauf habe ich keinen Bock. Ich spiele das privat noch ganz gerne und wenn keine Bugs mehr sind, dann werde ich hundertprozentig wieder anfangen zu let's playen. Dieses Spiel. Hundertprozentig. Da oben war... Da. Da muss ein Tumor sein. Oder ist es einfach nur diese... Mann, schon wieder ein neuer Gegner. Das sind die Tumore. Boah, ey. Normalerweise gibt es nur in Überlebensmissionen diesen unendlichen Spawner, aber das kennen wir ja schon aus dem letzten Mal, wie unglaublich genervt es mich hat. Und da der letzte. Jetzt muss ich noch den
Hai finden. Gleich nachdem ich mich wiederbelebt habe. Das ist natürlich mit Absicht. Ich finde, mein Hund sollte mich auch wiederbeleben können. Das ist doch nur recht und billig. Boah, ist das anstrengend, so viele Gegner. Ich sollte, glaube ich, einen Bot einbauen, der dauerhaft E drückt. Dann tun mir nicht meine Finger immer weh. Was? Sie ist schon wieder tot? Meine arme Surika. Oh mein Gott, kommen da viele Gegner? Schwie, schlagt mich weg hier. Darauf hätte ich gar keinen Bock, wenn Surika wieder stirbt. Okay, wir gehen einfach. Keine Lust mehr. Tschüss. Ich glaube, das ist falsch. Ich muss tatsächlich in diese Richtung. Aber ich ignoriere jetzt die Feinde trotzdem. Dafür sind es mir einfach zu... Mann, ich kann die nicht... Das sind wirklich zu viele, um sie zu ignorieren. So ein bisschen eine Mauer. Die lassen mich nicht durch. Es gibt ja auch schöne Erfahrungen, aber ich habe nur eine einzige Sache mit, die noch Erfahrung braucht, und das ist mein Warframe. Und der levelt hier, glaube ich, nicht so super... Ich muss nach oben? Also ich muss, glaube ich, zu diesem einen gelben Punkt dort, der mir angezeigt wird. Ach ja, noch eine schöne Filmesache. Ich habe mir gestern wieder Iron Man... gestern Nacht habe ich mir wieder Iron Man angeguckt. Der Film ist ja immer noch einfach viel zu geil. Dieser Schauspieler... ist einer der besten Schauspieler ever, solange man denn sowas mag. Also Marvel etc. Das sind die zweitschlimmsten Gegner, die dieses Gift hier spawnen. Genau so wollte ich laufen. Du hast es verstanden, Warframe. Aber wie komme ich zu diesem... Da ist der Hof. Oh, das ging ja schnell. Laser Traps. Das ist alles... Achso, oh Tenno, machst du dir Sorgen, dass du außen vorgelassen wirst? Schau, ich habe an etwas Speziellem gearbeitet. Auch du kannst einer von uns werden. Okay, da bin ich ja gespannt, was das bedeutet. Ja. Mhm. Ach ja, die Lasertraps sind zum Glück auch gegen die. Dann bleiben wir einfach hier stehen und warten darauf, dass die Riesenleute alle durch diese Laserfallen laufen. Das macht's lustiger. Okay, es kommt irgendwie keiner mehr. Dann dürfen wir jetzt wieder die roten Punkte suchen. Na, ein bisschen Loot geht immer. Ein bisschen Loot ist immer okay. Mann, hier, komm schon! Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich... Ich kaufe mir, glaube ich, so einen Reichweite-Mod, dass ich einfach schlagen muss und alles, in, das ich sehe, ist tot. Ah. Okay, wenn er wegrennt, lasse ich ihn. Mal neue Gegner, ist ja überraschend. Diesmal kommen sie von hinten. Ich glaube, ich sollte die einfach ein bisschen ignorieren, sonst kommen wir nicht vorwärts. Wo gibt es denn... Da ist einer. Ein Tumor, so heißen die. Ich hab vergessen, wie die heißen. Macht der Laser... Ach ja, der Laser. Ich kann ja kein Damage bekommen. Mit Eisenhaut quasi. Da ist... Okay, das ist wirklich nochmal dieselbe Map. Hätte ich die sofort hintereinander gespielt... Das ist der Hive. Jetzt darf ich wieder noch vier Tumore. Das hat letztes Mal, glaube ich, auch schon ewig gedauert, an dieser Stelle die Tumore zu finden. Da ist einer. Aber vielleicht habe ich ja, auch wenn ich mir jetzt nicht genau bemerkt habe, ein paar Sachen unterbewusst gemerkt. So.
jetzt habe ich da mehrmals zweimal durchgeschossen. Okay, diesmal wurde ich umgeworfen. Mano, mano, mira hier. Hey, der hat getroffen. Ein bisschen. Okay. Mann, ey, gut, dass ich einen Hund mit habe. Der macht Hilfe übrigens ein bisschen. Hä, wo gibt es denn diese blöden Kackdinger? Der wurde da zer... Da ist einer. Sehr schön. Noch zwei. Da ist keiner weiter, da waren wir gerade erst. Es muss alles in diesem Raum sein. Wir fahren quasi jetzt überall einmal. Es macht ein bisschen aggressiv, diese Mission. Weil wenn man überall war und trotzdem nicht alles gefunden hat. Okay, dann gucken wir jetzt mal Decke an. Da, sehr schön. Noch einen. Da muss einer sein. Da ist er auch. Sehr schön. Wir haben alle Tumore. Jetzt kommt das Ding da noch. Ab zur Extraction! Wir haben es geschafft. War aber auch anstrengend genug hier. Allerdings auch nicht jetzt dadurch, dass die Mission schwierig ist oder so, sondern nur, weil ich ja mit dieser Mission nicht klarkomme vernünftig. War ja letztes Mal schon so. Aber ich würde sagen, besser gelaufen als letztes Mal. Boah, diese Lasertraps. Ah, ein bisschen stör. Vor allem, wie viele Gegner das sind. Ich metze mich da bestimmt nicht durch. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da freue ich mich auch ziemlich, dass mein Hund mich unsichtbar macht. Und ich freue mich auch ziemlich, dass er nicht eingebaut ist. Dass wenn man wenn man irgendwann gegenläuft, nicht mehr unsichtbar ist. Also gegen einen Menschen. Was war das? Komisch. Mhm. Extraction suchen ist angesagt. Nervt nicht! Ich bin schon angepisst genug hier. Was? Das war das so voll, dass ich nicht reinkam. Alter. Dieses Spiel trollt mich doch bloß. Solche Leute reportet man in anderen Games. Ha? Hier ist das Game das Problem. Okay. Gut, da ist wieder eine Mauer aus Gegnern, die mich nicht durchlassen wollen. Hier und wieder muss man sich einfach mal durchmetzeln, damit man nicht ganz so angepisst ist. Vor allem, weil man nicht sieht, wo der Weg lang geht. So viele Gegner sind es. Wow, Jalapeno! Mann! Lass mich hier langlaufen! Wow. Ist es wieder mein Lieblingsraum hier? Nee, eigentlich nicht, oder? Oder doch? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil der so unglaublich voll... Nee, es ist nicht derselbe... Glaube ich. Aber erstmal Surika wiederbeleben, falls ich da noch hingelassen werde. Wo sind die? Wer ist Surika? Da. So, Wiederbelebung. Boah, ey. Gut, dass hier keine Gegner sind. Oh, schon wieder darf ich den Ausgang suchen. Ich hasse es. Das ist so unübersichtlich hier.
Das ist ja mit Absicht, ich weiß. Was? Mir wird es komplett entfernt, die Eisenhaut. Aber diesmal dauert es nicht so lange, bis ich die Extraction gefunden habe. Na, immerhin etwas. Weiter geht's. Immer schön... Also langsam... Ist es echt ziemlich kaputt, die ganze Aktion hier. Okay, hier ist wieder... Ich komme immer näher, glaube ich, hoffe ich. Ja! Ich hab's geschafft! I just did it! Oh, Rang 28 mit der Rino. Immerhin irgendwas hat's gebracht. Okay, I just did it und ich habe ein paar... Na, ist mir auch egal. Mods bekommen. Anstrengende Aktion, ey. Wurde mal wieder zu einem Spiel eingeladen, passiert ja auch öfter. Deshalb gehe ich auch nicht on, ja. Immer will irgendjemand was von mir. Was ist diesmal die Mission? Oder was wird sie die nächste Mal sein? Wieder dasselbe? Ne, diesmal ist es Sabotiere. Okay, Sabotiere ist was anderes. Machen wir jetzt nicht mit. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach. Wir frieren jetzt noch. Surika wieder ein. Dann warten wir ein paar Sekunden. Warten. Wir warten. Dann gehen wir wieder in den Inkubator rein. Frieren unseren Kalteres raus. Ja, da seht ihr ihn mal. Ne, okay, er sieht nicht genauso aus. Sie, es ist übrigens schon wieder weiblich. Sie sieht nicht genauso aus. Ich vorhin dachte ich irgendwie... Naja, vielleicht wenn sie ausgewachsen... Ich weiß echt... Wir werden sehen. We will see. Wird jetzt auswachsen. Ich versuche morgen noch ein Let's Play aufzunehmen, morgen Abend. Ist theoretisch gut möglich, dass es klappt. Wenn es klappt, dann machen wir diese Sabotagemission. Wenn es nicht klappt, dann müsst ihr euch gedulden, bis die nächste Mission kommt. Zum Acham-Let's Play, falls irgendjemand guckt. Ich habe es aufgenommen. Und hatte keine Lust, es hochzuladen. Deshalb fehlt letzte Woche eins. Ist ein bisschen komisch, was ich jetzt mache. Aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken. Ah, eine unglaublich coole Funktion gibt es übrigens. Scanner aus. Dann würde er keine nervigen Sachen machen. Scanner ein. Bam. Auf Wiedersehen.